Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute machen wir mal Rhabarber schälen und ein wenig zu Rhabarber. Rhabarber, eigentlich ist die Erntezeit von so im April und man soll ihn aber nicht, ich glaube bis 24. Juni war das auf jeden Fall bis Ende Juni, Johannistag war das glaube ich, bis dahin, danach sollte man kein Rhabarber mehr ernten. Das Problem bei Rhabarber ist die Oxalsäure, die da drin ist. Und das macht zum Beispiel die Blätter, die darf man auf keinen Fall nehmen, da ist ganz viel Oxalsäure drin. Und wer sowieso Probleme mit dem Magen hat, sollte das vermeiden. Wenn ihr jungen Rhabarber habt, den müsst ihr eigentlich nicht schälen. Also die dünnen Dinger, nicht so die dicken wie das hier. Also wie gesagt, den müsst ihr nicht unbedingt schälen, den Jungs. Dann geht das so. Und dann kommt noch immer darauf an, was ihr da machen wollt. Auf jeden Fall, der muss auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal gewaschen und geschält werden. Gewaschen erübrigt sich, wenn er zum Beispiel geschält wird. Aber da ich ja ein bisschen für den Kuchen brauche und ein bisschen für Sirup, wasche ich ihn mir sowieso ab. So, zum Schälen. Eigentlich ist das relativ so einfach. Wir schneiden das hier oben an. Einfach weg und dann ziehen wir den einfach runter. Ich wollte ja gerne ein bisschen Sirup machen und hätte ja auch gerne die Farbe, aber da ich die dicken Dinger habe, muss ich das abziehen. Weil gesagt, das Einzige, wo man die Oxalsäure mit rausbekommt, ist, wenn man die abkocht und das Wasser dann wegkippt. Wenn ihr jung Rhabarber hat, dann ist das das Schöne, dann nehmt ihr euch, schneidet euch das Rote, schält das gar nicht ab, außer vielleicht, wenn man so einen Faden runterhängt, aber sonst nicht, sowas zum Beispiel, aber sonst auf keinen Fall. Dann habt ihr auch die rote Farbe, die haben wir jetzt natürlich hier nicht so, die muss man dann eben ein bisschen nachbilden, vielleicht durch ein paar Himbeeren oder wie auch immer. So mache ich das jetzt mit den ganzen Rhabarber, hatte ich Spargel gesagt vorhin, nämlich? Ne, ich hoffe nicht, ne? Mit dem ganzen Rhabarber. Einfach ansetzen und schälen. Voilà. Das Beste ist immer, ihr setzt einmal an, schält runter und dann fangt ihr oben bei der zweiten Seite an und schält so runter. Und so habt ihr die Enden gleich ab und habt das dann gleich mit abgezogen. Wie gesagt, die Farbe geht natürlich dadurch jetzt verloren, aber wenn ihr ein paar Waldfrüchte habt oder ein paar Himbeeren, dann könnt ihr, oder Erdbeeren, bekommt ihr die Farbe so ein bisschen wieder rein. Ich will einen kleinen Kuchen machen und auch so ein bisschen Sirup davon, aber wie gesagt, jetzt geht das einfach ums Schälen. Erstmal, deswegen schnecke ich auch hier die ganze Zeit, obwohl das im Prinzip das gleiche, das einfachste ist von allen. Voilà. Und jetzt die letzte Stange. Abziehen. Abziehen. Ihr könnt sehen, eigentlich ist das relativ einfach. Und wenn man ein Stück nicht mit dran ist, das auch nicht so schlimm. Wie gesagt, nur wenn ihr zu viel davon habt, das ist dann halt nicht gut, das geht auf den Magen. Sagt man so, ne? Wer natürlich so einen Bärenmagen hat, dem macht das natürlich nichts auf, ne? Aber die Oxalsäure geht auch auf den Nieren und so weiter. Gut, das war jetzt die Schale, die kommt jetzt weg. So habt ihr euren Rhabarber geschält. Sieht ihr noch irgendwo was, macht ihr das nochmal ab. Aber sonst habt ihr das fertig. Hier habe ich gar nicht abgeschnitten. Dann könnt ihr sehen, gefuscht habe ich. Voilà. So. Ja, Freunde.
Das zum Thema Rhabarberschälen. Jetzt könnt ihr den dann weiterverarbeiten. Für Dessert, für Kuchen, für Sirup. Ich werde daraus jetzt einen Kuchen, habe ich glaube ich schon mal gemacht, wenn ich mich nicht täusche als Film, weiß ich nicht. Jetzt mache ich ein bisschen Sirup drauf und mache auch einen Rhabarber-Streuselkuchen. Also Rhabarber mit Quarkfüllung und Streusel. Und dann so ein bisschen so Sirup. Das werden nur kleine Mengen werden, aber das geht ja nur, um das zu zeigen, was man daraus machen kann. Ihr könnt auch ein schönes Dessert machen dazu. Was auch richtig lecker ist, ist Rhabarber. Wenn ihr euch den Rhabarber klein schneidet, ein paar Himbeeren dazu gibt oder ein paar Waldfrüchte und ein bisschen, also am besten so der Himbeeren, auch wegen der Farbe und passt auch geschmacklich, dann ein bisschen Vanille, ein bisschen Zimt, ein bisschen Zucker, ein bisschen Kardamom, passt auch noch so ein bisschen. Und das Ganze dann schön sanft im Ofen gart und das dann leicht so bindet noch und dann das warm esst und dazu ein schönes Vanilleeis, einfach nur lecker. Das wäre auch so eine Variante. Gut, Freunde, das jetzt zum Thema Rhabarber, schälen. Ich kann auch nur sagen, wie immer, viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche euch euer Ariel und tschüss.